Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 5. Also, ich hatte ja letztes Mal dieses Kapitel mit euch gemacht. Jetzt kommt 3-3. Weil ich letztes Mal so eine scheiß Präzision hatte, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, welche Waffe ich nehmen könnte. Und ich habe mich wirklich für die hier entschieden. Ich habe ein bisschen rumgetestet und ich habe gemerkt, die hat die ruhigste Schussrate. Und naja, mit 2,1 Sekunden Ladegeschwindigkeit ist es ziemlich lahm. Also da ist die hier schneller. Macht auch mehr Schaden. Die AK macht natürlich noch mehr Schaden, aber die sind alle zu unpräzise. Ich nehme es einfach mal mit der hier, weil die werde ich nicht so oft benötigen. Und ihr habt gesehen, mit 180 Schaden gehen die meisten Gegner wirklich auch schon zu Boden im letzten Gameplay und die Schrotflinte ist einfach optimal. Ist einfach perfekt. Ja, also dann war es das. Immer nette Infos, die man da hält, aber im ohne Zusammenhang bringen die nicht viel, wenn die zusammengerüstet sind. What happened to Irvin? Will, he can't have gone too far. Josh. Thanks. Fick mich later. We got combat. I'm on it. We got you coming. Here we go. Hang on tight. Help me. Are you okay? Down!
Another pipe! Get down! Another gate. Okay, you two know what to do. Also nur, wir müssen ganz schnell dahinter verstecken, weil da oben die MGs besetzt sind. Oh Scheiße! I'm not gonna make it. Are you okay? Fuck! Ich bin der Raketenwerfer, aber ich hab die Mühe. Scheiße, da drüben. Jetzt aber. Jetzt habe ich die aber erwischt. Ich hoffe, das ist doch wirklich nicht mehr besetzt. Ach, am besten Schusslente. So. Genau, der erste Hebel ist hier. Shabba! Roger! Get the lever over there! Ja, brauchst du nicht so blöd. Das fiese bei solchen Teilungsmissionen ist ja immer, dass wenn man dann Schaden nimmt, dass die dann sofort zu einem hinrennt. Und ich kenne einen Level, das ist echt, an der Stelle wird's echt gemein, das weiß ich jetzt schon. Wie ein Kapitel kommt der, glaube ich, nach der Kampf. Gott sei Dank. Und jetzt schnell aufs Boot, wo noch mehr von den Viechern kommen. Gut, dass ich die Schmutzfilter sind. Come on, drauf gegangen. Okay, then let's go get this Irving. So, jetzt kommt noch der Kampf gegen Irving und das war's dann mit dem Kapitel. Der wird einfach ein Schuss mit dem Raketenwerfer und dann war's das. Wenn man die richtigen Waffen hat, dann sind die Kapitel einfach. Nicht leicht. Selbst auf Profi. So, schwierig ist einfach nur die Tatsache, dass man mit einem Schlag stirbt. Das ist natürlich. Oh shit! What are you going to do about that? Alright. Oh, okay.
invaded. Was das ist, das können wir uns alle denken. Das wissen wir. Won't you two just die already? You're making me look bad. Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! I'm far beyond anything you could ever hope to become. In so kurzer Zeit so viel wachsen. Das ist echt. Ey, also, selbst wenn es mal Resident Evil so ein Virus gibt. Chris, is that report? What the hell is that thing? Just get out of here, Josh. It's too dangerous. We'll try to stop it. There's a thing down on the ground. Understood. Just try not to get yourself killed. Ah. Dreck. Oh, Mist. Scheiße. That undergoes such a rapid transformation must have a weakness. Ah, es gibt dahinter uns. Perfekt. Oh, Scheiße, jetzt kommt das. Fuck, ey. Nee, das war zu erwarten. Ich bin echt schnell gestorben. Das habe ich gesehen. Sie ist doch schneller weggerannt. Keine Chance. Uff. Na schön. Dann wollen wir mal. Josh, it's too dangerous! We'll try to stop it! Understood. Just try not to get yourselves killed! Geil! Ah, da kommt der jetzt gleich hin. Aber dann gibt es Schaden schon wieder. There's a little weasel! Nice try! Treffer. Perfekt. Ich wollte es noch schnell machen. Jetzt ist natürlich auch nicht mehr drauf zu rumballern können, aber. Tell me what you're planning to do. Damn, Excella! I guess I wasn't worth the good stuff. Excella? Where is this facility? Answer me! What is the Ouroboros project? The
UCA. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris? See, you're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Blubber, bastard. Now what? We keep going. Tja, schon wieder 10 und jetzt noch schlechter als letztes Mal. Letztens hatte ich immer über 40, jetzt ist es nur noch 38% Genauigkeit. Naja, dafür habe ich 2S in der Einzelwertung besiegte Gegner und benötigte Zeit. Bin ich aber gestorben. Hätte ich da noch ein S, dann würde es vielleicht sogar auf S hinausgehen. Egal, also, das war's für das Kapitel. Es ist spät, ihr hört, ich bin extrem müde und deswegen... heute werde ich keine Videos mehr machen, aber wir sehen uns dann im nächsten Kapitel wieder. Macht's gut.